Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir Tennis bei Nintendo Switch Sport. Das ist eigentlich vom Prinzip bei Badminton. Nur mit einem Ball statt mit dem Federball. Der nasse Marco. So, ich bin Rechtshänder. Das wissen ja alle. Oh, man ist doppelt da. Sieben Punkte muss man erzielen. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie man diesen Hechtsprung macht. Komm. Einfach in die Richtung schlagen, wo der nicht ist. Der hat noch nicht gereiht, dass er den Vorderhand auch bedient. Perfekt, ins Ausgeschlagen. So, wann darf ich Ausschlag machen? Jetzt. Ich versuche mal einen langen Ballwechsel zu halten. Und weg. Da braucht man gar nicht hinspringen. Ey, dieses... Keine Sorge, du spielst ganz gut. Ich bin auch noch Anfänger. Ich hab nach links gezielt. Ich hab wirklich nach links gezielt. Ey, kann ich das Ding mal neu kalibrieren? Komm und tschüss. Den kriegst du nicht, der ist zu schnell. Ey, wenn... Ich weiß gar nicht, was die Voraussetzung ist, dass er so hoch fliegt. Oder dass man diesen Hechtsprung macht. Ich denke mal, wenn er zum Ball springen muss, dann macht er diesen Hechtsprung. Also Tennis ist ungefähr genauso easy wie der andere Modus, also wie Badminton. Ist halt nur, dass man im Doppel ist. Gut, dass der Vorder nicht getroffen hat, weil jetzt habe ich gewonnen. Shambara ist wie bei Nintendo, bei Wii Sports Plus, wie das damals war. Ja, ich habe mir selbst in Hände Druck gegeben, also einmal so eingeschlagen. So, und wieder was erhalten. Letztes Mal habe ich aus der Kollektion was genommen. Ich hätte eigentlich lieben gern diese Emojis, ne? Ich werde das wahrscheinlich auch noch ein bisschen offscreen so ein bisschen spielen. Das Spiel, dass ich mir alles einmal erarbeite, weil ich denke mir, warum nicht? Ich habe halt auch direkt gemerkt, dass ich beide gespielt habe und der andere nicht. Oh, jetzt kann man mehrere Sportarten wählen. Okay. Also man schaltet die Sportart noch frei. Ich will aber nur Shambara jetzt. Bei Shambara gibt es übrigens drei Spielarten. Man kann mit einem normalen Schwert spielen, mit einem Energieschwert und man kann mit zwei Schwertern spielen. Ich würde aber bevorzugen mit einem Schwert, weil zwei Schwerter eigentlich sinnfrei ist. Da weiß halt nur nicht, welchen der jetzt nutzt. Ich würde gerne mit dem Energieschwert mal spielen. Und wie gesagt, wenn ihr das möchtet, also wenn ich es in den Kommentaren sehe, dann kann ich ja mal fragen, ob Sunny für ein Match vorbeikommt. Dann würden wir auch einmal alles im Koop einmal spielen. Bereit? Und tschüss! Shambara ist richtig easy eigentlich. Oh, und jetzt habe ich mein Energieschwert aufgeladen. Gehabt, aber ich konnte es nicht einsetzen. Ich hätte so gern gesehen, wie der Energieschlag aussieht.
Komm! Mach's mir nicht zu einfach, Stefanie! Komm, hau mich! Ich will den Energieschlag sehen! Mann, ich lass dir sogar eine Chance, mich so schlagen! Ich habe eigentlich schon gewonnen. Ja, komm, weil es so schnell geht, mache ich auch einmal mit den Doppelschwertern. Und dann würde ich eventuell sogar noch in diesem Part noch Fußball mit reinbringen. Das heißt, ich kann den zweiten Joy-Con dann auch direkt dran lassen. Doom Boom M8. Und da hat einer mal Mii zur Abwechslung. So, jetzt spielen wir halt mit den Doppelschwertern, also den Zwillingsschwertern. Das hat den Vorteil, du weißt nicht, mit welchem Schwert jetzt der Gegner genau angreift. Du kannst den einen halt so zur Seite halten und den anderen so aufwärts. Und dann muss der Gegner raten, welches er jetzt nutzt. Ah, okay, bei einem Megaschlag wird man nicht bestraft bei diesem Spiel. Und tschüss. Ab ins Wasser. Ja, das ist halt wie die Energieschwerter, aber halt mit zweien. Du musst dann mit beiden in eine Richtung schlagen. Du kannst nicht mit beiden gleichzeitig sonst schlagen. Alter, du musst auch mal zuschlagen. Oh, man fliegt ja richtig weit weg, wenn man eine Dame getroffen wird. Ah, der Doppelschlag abzubekommen, das ist richtig fies. Okay. Endlich ein faires Match mal nach lang. Aber ich habe natürlich nicht vor zu verlieren. Ich habe zwar zur Seite geschlagen, aber egal. Oh, wir haben uns gleichzeitig weggeprügelt. Der hat das ganz komisch gehalten. Ich hatte eigentlich zugeschlagen. Naja, egal. Dann haben wir wenigstens auch mal eine Runde verloren. Ist ja nicht gerade erträglich, wenn immer nur ich gewinne. Das macht mir auch nichts, wenn ich mal verliere. Geht ja darum, Spaß zu haben. So, weil das das letzte Spiel ist, packen wir das auch in das Spiel hier, also in das Video rein, nämlich Fußball. Das ist, glaube ich, 1 gegen 1. Ne, 2 gegen 2. Oder? Okay, das scheint ein bisschen länger zu dauern, deswegen... Also ich achte jetzt kurz darauf, wie der Spielmodus ist, ob das ein Turniersystem ist. Aber sicherheitshalber sage ich hier mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Wir machen hier dann jetzt das letzte Mal.